Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, oder wir sind da, Tiger ist auch gekommen, ist ja typisch, sieht, dass ich aufbaue für Video, dann kommt Tiger an. Ich begrüße euch zu einem neuen Vor-Unboxing. Und zwar habe ich was bekommen, also halt abgeklebt. Da sind mehrere Sachen drin, da machen wir jetzt ein Vor-Unboxing, aber dafür muss ich das hier erstmal. So. Und dann wird es natürlich zu den Sachen auch nochmal jeweils ein einzelnes Video geben. Da, wenn das ist, was ich denke, dass es das ist, dann ist hier einiges für die PS5 mit drin, um die ein bisschen hübscher zu machen. Will ich mal so sagen. Bis dahin switchen wir mal. So. Wir haben jetzt hier das Paketchen. Ich müsste mal das kurz beiseite. Wegen den Aufklebern hier, die hier drauf sind. Ich muss halt aufpassen, dass ich hier nichts kaputt schneide. Da sind auch Tüten drin. Ja. So. So sollte das gehen. So sieht man nichts. So, ich mache das mal hier. Oder wartet mal, ich mache euch noch was höher, dass ihr vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Weil das ist ja ein bisschen viel. Ich lege das mal hier so beiseite und lege das dann hier hin, was wir haben. So, hier haben wir eine Hülle. Müsste das sein? Ja, das ist die mit den Teufelshörnchen für den PS5-Controller. Für mehr Grip. So, eine Hülle. Ja. Dann haben wir hier noch eine Hülle, die auch ein bisschen mehr Grip hat. Hier könnt ihr dann die Noppen sehen, so ein bisschen. Die ist aber ein bisschen schlanker, also als die. Die ist komplett rum. Die ist halt nur seitlich, glaube ich. So, dann haben wir Sticks. Thumbsticks. Ja, seht ihr das? Die werde ich dann in COD testen. Dann haben wir hier Extreme Raid. Was ist das? Da müssen wir mal reingucken. Was ist das? Achso, für Xbox habe ich, glaube ich, auch Zeug. Dass ich ausgewogen habe, dass ich für Xbox auch was habe. Was ist das? Ja! Fuck, ist das geil! Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist das PlayStation-Logo. Also die Umrandung. Koffi, ihr könnt es erkennen. Das ist für die PS5. Ich weiß gar nicht. Also bei der Slim weiß ich es nicht, ob da auch so ein Ausschuss. Da könnt ihr mich ja mal auf dem Laufenden halten. Ist bei der Slim auch das Logo ausgeschnitten? Oben links in der Ecke? Weil dann könnt ihr da wahrscheinlich auch nehmen. Das klebst du innen rein und dann leuchtet das. Und ich habe ja jetzt schon das alte PlayStation-Logo drauf und das ist ja durchsichtig, Gott sei Dank. Das müsste dann eigentlich ganz gut passen. Müssen wir mal raufhalten. Und kontrollieren. Geile Sache. So, dann haben wir hier Play Vital, Xbox 1, Xbox 1S, Xbox X, also Series X, Xbox Series S, Power Light Stick. Katerchen. Ach, der sitzt hier wieder am Karton dran. Power Light. Ach ja, jetzt weiß ich, was das ist. Ich hasse das mit diesen einigen Dingern. Ihr kriegt die immer nicht auf. Habe ich jedes Mal das Problem mit den Dingern. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. So, und zwar haben wir hier praktisch die Dinger mit bei. Das werden wir nochmal ein separates Video machen. Was zum Saubermachen haben wir mit bei. Und dann haben wir hier verschiedene Größen, wie ihr seht, von Aufklebern.
Die könnt ihr über euer Xbox-Logo kleben. Xbox Controller. Xbox Controller. Dann könnt ihr ein grünes Logo machen oder ein rotes oder halt einen Totenkopf drüber. Ach, hier unten ist auch noch Controller. Ja? Geile Sache. Geile Sache. Dann kann man sich den auch noch ein bisschen individualisieren. Obwohl ja jetzt ein jetzt schon geht mit dem neuen Update, was da vom. Nee, gut, das war vorhin ja das Update. Da kann man ja schon ein jetzt einfärben am Controller. Aber hier halt dann auch noch für die Xbox. Hier seht ihr das dann nochmal. Für die Series X oben, für die Series S oben und für den Controller oben. Das ist einmal ja der normale Controller und einmal. Das ist, glaube ich, der neue. Müsste aber auch beim Elite dann passen, glaube ich. Schöne Spielerei. Schön. Play Vital. The Gaming Change. Was haben wir da drin? Habe ich nämlich Anfrage gekriegt wegen dem Gummizeug und so. Und dann habe ich aber das Xbox und das farbige hier gesehen. Und habe gefragt, ob ich das auch haben kann. Habe ich noch gefragt, ob ich irgendwas haben kann. Was von mir aus ist, das, weil ich habe gedacht, dass das dann ein bisschen ausgewogen ist. Dass dann halt noch ein bisschen LED-Spielerei steht ihr ja auch drauf. Ach, da war noch eins. Eins war noch. LED-Spielerei steht ihr genauso drauf wie ich. Und ja, dass halt auch ein bisschen Xbox-Zeug mit drin ist. Was haben wir denn hier? Ach, ja. Das sind die Klebepads. Das sind zwei Stück für den Controller. Die klebt ihr am Controller links, rechts, unten an. Ah, hier haben wir auch dann nochmal eine Karte. Das kann ich euch ja mal zeigen. Hier ist ja ein Bild mit bei. So, guckt, da könnt ihr das vielleicht gut sehen. So. PS5-Controller, Xbox-Controller. Da hätte ich mir vielleicht für einen Xbox-Controller auch so ein Ding holen sollen. Hätte mal fing 2 Franken. So. Und hier könnt ihr das dann sehen. Das ist für einen PlayStation-Controller. Ja, kommt dann hier unten da ran. Und für einen Xbox-Controller passt das auch da unten. Und hier sieht man das dann, wie er das festklebt. Hier ist es dann so, so und so. Kann man wieder abmachen. Das dann halt hier unten, hier seht ihr, wie dran er ist. Und das sorgt dafür, dass er da mehr Grip habt. Ja. Voll geil. So, mehr Grip ist immer gut. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch noch einen Karton. Der ist von UPS. Nee, hier geht's nicht auf. Hier geht's auf. What the fuck, das ist der Halter. Ja. Das ist der Controllerhalter. Da habe ich mir einen speziellen ausgesucht. Aber ich will euch. Hier sind die Standfüße. Ich will ja nicht so viel spoilern. Wir wollen ja noch ein extra Video darüber machen eigentlich. Aber den muss ich euch zeigen, ey. Kann man den sehen? Ach, ist nur der schwarze jetzt oder was? Schade. Ich hatte eigentlich einen anderen ausgesucht. Oder nee, das ist nicht der Controllerhalter. Oder? Doch. Doch, und hier kommt der Controller rauf. Aber das ist leider nur der schwarze.
die haben auch mit so einem geilen Muster hier drauf. Mit so einem, ja. Hier, wie heißt denn das Spiel gleich wieder hier? Ghost of Tsushima mäßig. Aber schwarz ist auch geil für den schwarzen Controller. Passt ja gut. Die haben so einen durchsichtig und dann weiß und in ganz vielen Farben haben sie das. So, ich muss mal gucken, wie wir das jetzt wieder reinkriegen. Dass das vernünftig ist. So. So. Geil. Controllerhalter kann man nie genug haben. Wenn man viele Controller hat zum Hinstellen. Das ist gut. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch zwei Sachen drin. So, dann haben wir hier noch was. Ah. So. Hier habe ich, das haben sie in zwei verschiedenen Modellen. So. Habe ich eine Schutzhülle für meine PlayStation. Weil meine ja liegt, ja, seht ihr jetzt schlecht, bei euch ist alles schwarz. Einmal mal rauszoomen. So, das ist eine Schutzhülle, die könnt ihr auf eure PlayStation drüber machen. Hier, seht ihr das, das ist auch komplett viereckig. So. Und hier hinten das, ist das, das müsste mit Klett, ah hier ist der Klett, da. Mit Klett, so, dass er dann praktisch hinterm Kabel oder unterm Kabel wieder zumachen könnt. So, dann ist das so auf eurer PlayStation drauf. Gibt es natürlich, also seht ihr ja hier, ist jetzt ja offen, weil meine ja liegt. Gibt es aber auch für, wenn ihr die hochkant macht. Ja, wenn eure PlayStation hochkant steht, gibt es dafür auch so ein Case. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich länger nicht spiele, weil, was weiß ich, jetzt im Sommer vor allen Dingen, auch wenn wieder hier gebaut wird und ich hier lüfte, oder ich habe ja im Sommer grundsätzlich alle Fenster offen und wenn sie dann wieder hier rummachen, dann ist die PlayStation dadurch noch ein bisschen besser geschützt, dass dann halt Staub halt nur oben drauf kommt und nicht so viel auf die PlayStation an sich. So, und jetzt, das müsste das andere Geile sein. So. Extreme. Die haben auch Mods für Controller, dass man halt Tasten hinten machen kann und beleuchtet und so. Aber da ich den nicht aufschrauben will und ich mich damit nicht so auskenne. Hier wieder Klebezeug und eine Fernbedienung für An-Aus. An-Aus und hier Durchlauf, heller, dunkler, vor, zurück, denke ich mal. Wusste ich gar nicht, dass eine Fernbedienung sogar mit bei ist. Dann hier ein Hebel. Wofür der Hebel ist, weiß ich nicht. Eigentlich müsste das ja so durchgehen. Und dann haben wir hier, wie ihr seht, zwei gebogene LED-Streifen. Kann euch das ja mal zeigen. So. Die sind so gebogen. So. Und dann haben wir hier ein USB. Und der geht uns auch nicht verloren. Wir haben ja dann hier immer noch ein USB. Eine Weiterleitung. So. Dann muss ich mal gucken wegen Festplatte, ob ich das denn. Ach, das geht ja hier an der Seite raus. Wäre doch besser gewesen, wenn das hier rauskommen würde. Ach so, bestimmt wegen Langlegen. Naja. Und dann haben wir hier. Was haben wir hier? Klebenippel. Okay. So, wir können ja mal kurz, dass ich euch das zeige kann. Wo haben wir denn den Wandadapter? Da haben wir den Wandadapter. So. Passt auch. So. Und dann müssen wir hier die Fernbedienung da rausholen. Und den Nippel rausziehen. So, und dann seht ihr das, dass das hier so Rainbow lang geht. Und können auch ausschalten oder an. Und dann können wir hier, oder wir können es halt dunkler machen. Ach nee, das ist die Geschwindigkeit. Ach, das sind die verschiedenen Effekte. Wartet mal, ich dachte, geht auch dunkler.
Doch, oder? Ja, doch, das ist dunkler geworden, oder? Ja. Doch, das ist heller. So, dann gehen wir mal die verschiedenen Effekte durch, würde ich sagen. Jetzt seht ihr ja schon, dass Rainbow und dann so durchgeht. Ich drücke jetzt einfach mal hoch. Dann ist halt was schneller. 4, ne, 5 Leuchten oder so. Zack. Das finde ich eigentlich am schönsten, muss ich sagen. Diesen fließenden Übergang. Oh, das hat auch was. Müssen wir mal kurz warten, was denn passiert. Ah, dann geht es wieder so. Ach, gibt es wohl mit verschiedenen Farben. PlayStation Blau. Auch geil. Ah, dann wird es immer heller und dann wird es wieder dunkler. Pulsierend. Alle Farben nacheinander. Gucken wir mal, ob das jetzt hier eine Farbe bleibt oder auch andere Farben. Hier bleibt eine Farbe. Also dann haben wir jetzt die verschiedenen Farben, die wir durchwechseln können. Nur weiß. Nur gelb. Ja. Okay. Warte mal, ich zapp mal durch nochmal, dass wir nur blau haben. Und nicht diese pulsierende. Nochmal. So. Blau. PlayStation Blau. Jetzt nehme ich mal hier. Das ist ein kleiner Gimmick. Aber geil, oder? Wie so ein Nintendo-Modul. Coole Sache. So, ich hoffe, die Daten sind rettbar. Hoffe ich. Nachdem hier der Akku zweimal ausgegangen ist. Obwohl eigentlich noch 40% Akku war. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal waren es 25%, nee, 17%. Der müsste denn, hätte dann noch eine Weile gehen müssen. Der hat ja nicht mal braun angezeigt. Aber naja, okay. Ja, dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier einen Cut. Wenn es euch erfreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Und wir werden halt das LED-Teil, wenn wir anbauen. Den Ständer werden wir uns dann nochmal angucken mit einem Controller dran. Das wollen wir über die PlayStation machen. Das farbige Logo werden wir ran machen. Die Vinyls an die Xbox. Ich habe mir nur noch nicht entschieden, welche ich woran mache. Also, was dann Controller und was an die Xbox soll. Ob das grün leuchten soll an der Xbox oder rot oder. Da bin ich mir noch nicht sicher. Was haben wir hier drin? Achso, das kommt an den PlayStation-Controller. Das werden wir auch machen. Dann werden wir die natürlich auf den PlayStation-Controller draufziehen. Ich habe ja mehrere. Und die werde ich dann auch mal testen bei COD in der nächsten Zeit. Da bin ich mal gespannt. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.